Hallo zurück, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Anno 1800. Ja, wir haben gerade eine sehr heikle Mixtur aus verschiedenen Kacksituationen, und zwar die Bilanz ist schlecht. Da wollte ich mal gerade eben auch entgegengehen. Und hoffen, dass wir hier ein paar Leute glücklich stimmen können. Pelzmäntel wird wahrscheinlich bald rar und das kostet halt auch immer Stahl, leider. Hätte ich, glaube ich, eher in die Stahlproduktion einsteigen müssen. Frag mich, warum die halt so schlecht ist. Also ich meine, gute Unterhalt. Unterhalt halt. Kostet halt alle was, ne? Weiß aber nicht, ob ich da noch was optimieren kann. Haben wir denn von irgendwas besonders viel? Man könnte jetzt halt auch gucken, dass man hier Produktionslinien in die Nähe vom Kraftwerk bringt. Damit die halt richtig steil gehen. Aber wir können fast gar keine Gebäude mehr versetzen. Schnaps ist rar. Umweltverschmutzung. Okay. Kann ich verstehen. Eieieiei, das schwankt hier ganz schön. So. Hier haben wir wieder drei Linienschiffe. Hier haben wir zwei und noch eins, also auch drei. Oh, uns fehlen noch ein paar Kanonen. Können wir auch wieder ein neues bauen. Aber hier müssen wir halt irgendwie noch einen Dreh dran kriegen. So, Schnaps. Kartoschkas. Kartoschka. Bauen wir mal eben hier an. So. Haben wir. Schnapsbrennerei. Könnte man die nicht noch hier irgendwo schön reinfickeln? Von mir aus freigegeben. Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Mach's einfach. Danke für das Vertrauen, Direktor. Ja, kein Ding, du. Mach einfach. Wenn es unangenehm ist, weshalb drucken Sie es dann? Militär, Angriffsgeschwindigkeit, Optimierung, Unterhaltskosten, Handel, macht Bewegungsgeschwindigkeit, Propaganda. Arbeitskräfte der Insel plus 50. Benötigte Investitionen 50. Wow. Kurator. Attraktivität 5%. Okay. Wie kann ich hier was... Wie kann ich hier Dinge tun? Das würde mich nun mal interessieren. Haben wir denn noch Kartoffeln? Kartoffeln haben wir noch. Dann ziehe ich den Onkel hier auch noch rüber. Ich spendiere euch auch wohl noch ein Lagerhaus, wenn ihr Bock habt. So. Brauchen aber Bauern. Bauern, Bauern, Bauern. Neue Bauern braucht das Land. Oh, daneben. Das bauen wir jetzt hier hin. So.
klar, die kommen auch nicht mehr ganz an das Wirtshaus ran. Jetzt ist die Bilanz halt wieder plus 1000, so. What the fuck? Erklär mir das. Die können wir noch upgraden. Schiff unter Beschuss. Och nö, von wem denn jetzt schon wieder? Ja, okay, das war hier unser gescheiterter Angriff. Hä? Hier nicht? Hier auch nicht. Hä? Verstehe ich nicht, du. Es gibt wieder ein Linienschiff. Juhu! Einfluss Admiral. Ist das das hier? Ja! Angriffsgeschwindigkeit, schön. Sie haben an Einfluss gewonnen. Das finde ich schön. Bewegungsgeschwindigkeit, wie kriegt man denn Handel? Weil, dass sie schneller fahren, finde ich halt auch cool. So, Bewegungsgeschwindigkeit, jo. Oder selbst wenn das nur die Sackkarren sind, die Bewegungsgeschwindigkeit kriegen zum Lagerhaus, ist mir ja egal. Beides cool. Beides dolle cool. Oh Gott, wir haben bald keine Handwerker mehr. Schiete. Die ziehen wir noch hoch und den hier machen wir gleich auch noch. Wenn wir da zwei Stahl haben. Bauern. Kannst du hier noch ein paar reinklemmen? Da machen wir dann auch eine schöne Steinstraße. So. Und so. Guck mal, da freuen die sich. Freuen die sich dumm und dusselig. Eventuell könnte man das hier sogar noch abreißen. Das sieht doof aus. Aber das mache ich, glaube ich, erst nachher schön. Ich will hier erst nochmal einen Dreh dran kriegen, dass wir nicht gleich gnadenlos absaufen. Gegen den Karl Leonard. Wir haben ja sogar tatsächlich Öl. Aber ich glaube, wenn wir hier noch mehr Kraftwerke haben wollen. Schwierig. Schnaps haben wir jetzt wieder ein paar mehr. Schweine sind wieder niedrig. Da kriegen wir aber auch einen Dreh dran, warte. Das braucht zwar auch Bauern, aber das macht nichts. Das könnte so gar klappen. Naja, nicht ganz, ne? Wie hatte ich das denn sonst? Sowas Blödes. Machen wir es erstmal so, dann hat er seine 5. Fehlen uns ein paar Bauern. Was aber nicht schlimm ist. Wir haben ja noch Platz. Wir können ja nur siedeln. Siedeln, siedeln, siedeln. Alles gar kein Problem. Bräuchten wir irgendwann, glaube ich, wieder einen Marktplatz, oder? Und bei hier geht eigentlich noch. Ziehen wir da nochmal ein paar Jungs rein. Da müsste ich den Zoo versetzen. Kacke. Ach so, passt ja sogar. Nee, ich wollte eigentlich... Ach, Kacke.
Steinstraße. So. Schiff unter Beschuss. Oha. Was macht ihr da? Neue Befehle. Geh weg. Lass den armen Pelzkutter doch in Ruhe. Für die Piratenbrauen habe ich halt auch noch nicht genug Militär. Leider. So, was hat sich hier denn jetzt noch verändert? Eventuell können wir halt auch eine Wurstfabrik wegreißen, oder? Eine, die nicht am Kraftwerk steht, vielleicht. Du machst Talg, das ist okay. Du machst Wurst. Vielleicht nehme ich dich hier raus. Du machst auch Talg. Nur mal gucken, was passiert. Ich reiß das einfach mal ab. Und schaue. Und schaue und staune. Oha, wo ist es jetzt wieder zu tun? Ach so, ja, nee. Du bist ja schon fertig hier. Fährst du die ganze Zeit Pelze eigentlich? Leinen los. Oh. Was habt ihr denn hier für einen Auftrag? Berufsrisiko. Hä? Kanonenboot? Schiffe sind mittig. Okay, wir haben jetzt wieder 12 Gedönses. Das heißt, die Messinghütte können wir bauen. Oh Gott, uns fehlt aber Geld. Scheiße. Was machen wir denn da? Schiff unter Beschuss. Wo stehst du denn hier? Passive Verteidigung, bitte. Und das wäre schön. Kurs setzen. Passive Verteidigung. Passive Verteidigung, danke. Oh, vielleicht trifft er den noch. Naja, fast tot. Steuermann. So, kommt mal wieder zurück. Oh. Tatsächlich, den hat's zerrissen. Dann holen wir uns das Treibgut noch eben. Das möchte ich gerne haben. Bereit für neue Befehle. Segeltuch. Ja, das ist auch okay. Oh, der hier ist ein klein bisschen angeschlagen. Den können wir mal eben zum Kran. Ein kleines Dankeschön für dich. Danke, ja. Hieran sind Erwartungen geknüpft. Oh, cool, danke schön. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Brillen bauen möchte. Kostet 1000 Unterhalt, Mann. Kostet ja Spaß. Na, dann mal Lein los, du. Dann mal Lein los. Kann ich denn sonst mit irgendwas handeln hier?
können mit Ziegelsteinen handeln. Kaufen, verkaufen. Äußerst leichtsinnig. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Na, tolle Wurst. Die Waffenruhe wurde beendet. Ernsthaft? Ach nee, mit ihm geht noch. Ah, okay. Willkommen aus aller Herren Länder. Nun im Selben. Flaggschiff steht zu Diensten. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Der hat schon ein Dampfschiff. Alter. Wir haben ein kleines Problem. Wenn der uns jetzt demnächst auch nicht mehr mag. Na gut, der ist bei 60, aber trotzdem. Admiral auf der Brücke. Oh, wer bist du denn? Ziegelmacherin. Unterhaltskosten. Minus 100. Steuermann? Ich weiß gar nicht, was so eine Ziegelei kostet. 10. 20. Boah, juckt mich jetzt gerade nicht so sehr. Von wem wird sie denn angeknallert? Oh, von dem. Es macht mir nichts aus, einfach. Okay. Bereit für neue Befehle. Fahr mal dahin. Und lad mal deine Fracht aus. Na, wir haben nur 17 Kanonen erst wieder. Neue Befehle? Hier, die alte kannst du wieder haben. Oh, wir sind fast pleite, Mann. Das ist was Blödes. So vielleicht noch? Hilft das? Meine Konzentration ist dahin. Na toll. Kacke. Können wir mal wieder Plus machen, bitte? Mann. Unterhalt 13.000. Ja. Das hier kostet ja schon ordentlich. Schiff vom Stapel gelaufen. Moinsen. So, wie kriegen wir jetzt noch richtig Schotter zusammen? Wir müssen dem anderen Typen noch meine Ex-Inseln abkaufen. Und wir müssen hier noch einiges bauen, hör mal. Scheibenkleister. Ach Gottchen, Fenster fehlen uns auch. Eieieiei. So. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen zusammennehmen hier. Wie kann das funktionieren? Die Wunder der Welt warten auf Entdeckung. Neue Ziele? So, das kostet alle viel Unterhalt hier. 500 ist zum Beispiel auch ganz schön. Aber ich kann die jetzt halt auch nicht versetzen. Weil ich kein Geld habe. Wenn ich die hier hinsetze, dann sagt er, nö, ist nicht. Könnte halt irgendwo hinfahren.
Schiffe verkaufen. Der Kleine hier zum Beispiel kann weg. Segel! Der kann wirklich weg, du. Erst du, dann die Königin. Ui, ein dickes Linienschiff hat sie auch. Und ich wollte hier nur ganz friedlich rumliegen und einfach nur ein Städtchen bauen. Okay. Dann eben nicht. Schiff unter Beschuss. Das auch noch. Neue Befehle? Ein Versuch war es wert. Lass den Quatsch. Auf Kurs halten! Eine Epidemie breitet sich aus. Bleib doch hier. Du bist doch auf Passiv. Wo breitet sich jetzt so eine Epidemie aus? Ah, hier, das geht aber voll klar. Das geht aber richtig klar, du. Das klären die hier. Da fahren drei Leute. Die haben sogar hier den Dr. Maurice Slim an Start. Das klappt wohl. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal Handwerker und die Bilanz ist wieder... Ich verstehe nicht, warum die so krass schwankt. Ist das immer, wenn Rum ankommt? Scheinbar. Weiß ich auch nicht. So, wie kriegen wir jetzt schnell die Brillen? Fenster, Stahl und Geld. Das wäre toll. Bist du schon da? Nein. Wir warten noch, dass das Kanonenboot ankommt, aber es bringt halt auch irgendwie nur so ein paar tausend. Ist jetzt nicht so die Welt. Hopfen ist echt instabil. Hier fehlen die Rohstoffe. Hätte ich nicht gedacht. Wo ist denn der Hopfen-Express hier? Fahr mal, bitte. Ach so, der wartet hier. Neue Befehle, Admiral. Ah. Okay, verstehe. Stillgestanden, Herr Admiral. Du nicht hier noch Treibgut? Oder war das woanders? Mehr als bereit. Der heiße Hering! Heißer Hering an den Start. Was ist das? Bentes hochgezüchteter Setzling. Sind unterwegs! Wozu genau? Brauche ich den? Koordinaten eingezeichnet. Tun wir das mal ins Lager. Wir haben ja auch schon Schiff dieses Gehörding von dem Onkel da. Segel! Oh. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wenn ich es selber machen könnte, würde ich nicht fragen. Meine Enkel liegen mir in den Ohren, dass sie ihn spielen. Einzige Kinder, die mit etwas Alpaka-Wolle. Ja, hier. Bring die guten alten Zeiten zurück, Hefe. Hefe. Ich bring dir das. Ja. Ich bin so stolz. Dankeschön. Beeinflusst Getreidefarmen. Habe ich das schon? Zack. Nö, habe ich noch nicht.
Produktivität 25, ja. Dann machen wir mal eben Folgendes. Auf die alte Dame ist Verlass. Das finde ich persönlich sehr gut. Du hast sogar noch Kanonen an Start. Die kannst du auch mal mit rüberbringen. Pass auf. Das nimmst du auch noch mit. Ei. Und ab in die neue Welt, my friend. Fünf Kanonen. Ah. 10 Kanonen, aber es kostet halt alles teuer Geld, ne? Das ist mein Problem. Ich muss ja jetzt gucken, dass ich irgendwie hier zurechtkomme mit... mit meinen Jungs hier. Anteilsschulden. Ach so, das ist... Ah ja, okay, das sind die Inseln. Die Inselteile quasi. So, dann hoffe ich mal, dass wenn wir 17.000 zusammenkriegen, warum fährst du nicht? Erkläre mir das. Da fährst du hin. Dass wir mit der Brillenproduktion ordentlich was reißen, weil das Ding kostet 1.000 im Unterhalt. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Zinkmine das rausreißen wird. Ich glaub's beinahe ja nicht. Ach, ich hab Feuer ist ausgebrochen. Ah, ist ja gut. Oh, kann ich gar nicht mobilisieren. Weil mir die Leute nicht gehören, quasi. 52.000, oh Mann. Wir versuchen erst die Brillenproduktion. Das könnte was werden. So. Schiff unter Beschuss. Sie ist klein, auf aber damit. Nein. Fahr einfach durch, bitte. Einfach durchfahren. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Ach, da kommt noch einer. Oh, nö. Wobei es... Ach, komm, das eine Schiff... Es wäre eigentlich sogar noch cool, wenn das wegkommt. Spielstand gespeichert. Oha, schon wieder soweit? Okay. Oh, das stresst mit diesem Krieg. Das sind auch nur noch 5 Minuten, ey. Leicht eingeschränkt. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, ist nicht schlimm. Wir haben an Einfluss verloren. Was? Wo? Die Flammen wurden gelöscht. Ach so. Ja, na gut, das wusste ich jetzt nicht. Sie haben an Einfluss gewonnen. Hey, so. Erstmal wieder hier die ganzen Nachrichten löschen. Ach, das ist Selbstzerstörung, ja. Interessant, aber nö. Danke. Ich könnte hier noch eine Hopfenplantage bauen. Glaube ich. Kein Platz mehr frei. Warte mal. Ich habe hier auch noch Bauern übrig. Die können ja ruhig mal arbeiten, ne?
Oh, das ziehen wir einfach da rein. Und dann machen wir hier diesen. Diesen. Den reißen wir weg. Ziehen hier noch eben schnell eine Straße hoch. Und wie viel brauchen wir denn noch? Oh Gott. So. Hätten wir die nämlich auch schon mal ein bisschen angekurbelt. Scheiße, jetzt geht die Bilanz wieder so in den Arsch. Warum? Hör mir auf damit. Fehlt denen denn irgendwo irgendwas? Oder warum schwankt das so? Konserven sind niedrig, Nähmaschinen sind niedrig. Ich schaue mir die Kinder an und frage mich, ob diesmal besser haben werden. Die grade ich auch noch ab, tatsächlich. So. Ich glaube, das mit dem Holz kann man echt verkraften. Hoffe ich zumindest. Dass das verkraftbar ist. So. Könnte schlimmer sein. Ja, ne? Finde ich auch. Ich hatte schon Sorge. Ich hatte schon Sorge. Fisch geht ein bisschen runter. Arbeitskleidung auch. Kacke. Malz haben wir jetzt wieder mittlerweile eine ganze Menge. Gucken wir einfach mal. Fehlen uns Bauern. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Nein, Mann, keine Änderungen. Wir könnten hier mal übersetzen, oder? Lass uns doch hier nochmal was Schönes aufbauen. So. Kriegen wir das Bevölkerungsleck hier mal gestopft. Nicht ganz. Schiff unter Beschuss. Ach Gott, stör nicht. Kann gerade nicht. Eben schön Straße drum. Hier auch noch. Ja, ich komme ja schon. Ich mache euch da Straße. Keine Sorge. So. Die Waffenruhe wurde beendet. Warum wird mein Pelzexpress hier angegriffen? Wo sind wir? Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich schnapp mir einfach das Treibgut. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oh nein. Hör auf damit. Die Waffenruhe ist beendet. Kacke. Unmöglich und unmöglich. Okay. Ist halt die Frage, ob ich ihm jetzt richtig auf die Fresse haue.
indem ich hier irgendwo an seine Hauptinsel fahre? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, er hat da schon Verteidigungsanlagen stehen. Das ist nicht so geil. Gefällt mir nicht. So, Bauern haben wir jetzt wieder ein paar. Könnte man hier nochmal so eine Charge upgraden vielleicht? Wie herzlos. Ja, komm, das passt schon. Wenn ihr da erstmal vernünftig eingezogen seid, dann geht das doch, oder? Vergnügte Melodien entspringen. Halt dein Maul. Ah, das kostet auch wieder Fenster. Scheiße. Oh, Pelzmäntel gehen langsam zu. Beschuss. Ach, ernsthaft. Echt? Mir fehlen Holzbretter? Wow. Ja, gib mir mal das da, bitte. Gott, nicht diesen Selbstzerstörungsbums. Was ist das? Charakter-Item. Anna hat das Ding unter Deck gefunden. Ja, okay. Neue Befehle, Admiral. Ja, fahr weiter. Schiff unter Beschuss. Halt. Von wo denn? Das ist der blaue Onkel hier, ne? Scheiße. Flotte Segelinformation. Das sollten die eigentlich noch gar nicht machen. Da wollte ich gleich erst drüber schippern. Admiral auf der Brücke! Ja, beim nächsten Mal werde ich dann diese kleine Insel hier angreifen. Unter in der Hoffnung. Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, ja. In der Hoffnung. Die Waffenruhe wurde beendet. Weißt du, in der Hoffnung, dass die halt hier. Mehr als bereit. Die Waffenruhe dann anbieten wieder. Können halt bis hierhin ungefähr fahren. Ich lasse sie wieder ein wenig zu Atem kommen. Nö. Steuermann? Ich kann mir das gar nicht leisten, von daher. Unverschämtheit! Ja, was soll ich denn da machen? Hör mal. Kann ich doch nicht ändern. 17.000 hoffentlich gleich. Schaffe ich das denn mit 4 Linienschiffen? Schiff unter Beschuss. Ach Mann, hör auf. Ein Schiff erster Klasse. Mein Gummi-Express. Oh nein. Wo ist der denn? Aua. Segel setzen. Nein, nein, nein. Lass das. Aua. Kurs gesetzt. Aua.
Oh nein, da ist ein Piratenschiff auch noch. An die Segel und Rassen. Kacke. Segel setzen. Weg da. Weg da, weg da, weg da. Dann fahr hier hin halt. Haltet sie auf Kurs. Schaff's. Nein, schafft er nicht. Kacke, Mann. Ein Schiff wurde zerstört. Sind unterwegs. Sehr belastend. So, ich baue jetzt erstmal diese lustige Fabrik hier. Und da ist noch eine Aufgabe. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Lange gelbe Frucht. Nee, Bananen? Nein. Nein. Sie haben wohl ihre Gründe. Ja, habe ich. Ich hole dir jetzt keine Bananen hier hin. Hä? 17.000? Doch, ja, jetzt. Ah, Mann. Ich hoffe, dass das halbwegs was hilft. Der Admiral. Und dann kläre ich das gleich mal mit dem Jungen hier. Ich greife seine Insel an in der naiven Hoffnung, dass das funktioniert. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.